Eine große Herausforderung. Wurde aber auch Zeit. Wie ihr wollt. Insertus. Das hat keine Wirkung. Imperium. Meine Waffe hat keine Wirkung. 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 Meine Waffe hat... Meine Waffe hat keine Wirkung. Das hilft auch nichts. Braucht ihr etwas? In Kurs. Euer Spuck ist aus. In Kurs. Okay, es sind ein paar weniger geworden. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. In nur, was immer ihr wünscht. Insertus, Pulture, Imperium. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht mehr Pause machen? Das wird euch viel stärker schmerzen als mich. Eigentlich müssten die, die ich jetzt mit Feuer verletzt habe, sterben. Okay, der da hat sich geteilt. Die Dienerin schon erledigt. Ja, natürlich. Fragt nur, wenn es das... Dann kommt alle mal her, ganz lieb. Puss, puss. Ich warte auf euren Befehl. Waffnet! Verstand geschärft! Meine Damen und Herren! Bald loszuschlagen! So viel bin ich noch nie in meinem... Ich helfe, wo immer ich kann. Habe ich noch Feuerbälle? Auf geht's! In Kurs! Wenn ich der Gruppe weiter... Ich warte. Spür die Hand der Gerechtigkeit! Für die Meine Gefallen Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Nächstes Mal. Eure Stunde wird noch kommen. Korn ruft euch zu sich. Eure Stunde wird noch kommen. Bei allem, was anständig ist, ich kämpfe. Korn ruft euch zu sich. Na, den da attackieren ist nicht so gut, aber wir haben noch Flammenlanzen. Ist was los? Kein Problem. Was kann ich tun? In Bayerns Namen. Es soll geschehen. Ich warte. Keine das große wird euch viel stärker schmerzen als mich. Das ist wesentlich aufregender als der Zirkus. Du hast noch Flammenlanzen, dann benutzt die mal. Wir müssen bald ruhen. Wo ist schon Hamster? Ich kann nicht euch zu sich. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. So langsam kriegen wir sie wieder unter Kontrolle.
Bist du ein Feuerelementar? Nein, ein Erdelementar. Ich bin bereit. Oh, sagt, ja bitte. In Ordnung. Thorn ruft euch zu sich. Was möchtest du? Könnt ihr bitte aufhören, mehr zu werden? Wo immer ich kann. Erwischt! Der Geist ist willig, mein Freund. Erwischt! Erwischt! Verlangt nach einer Pause. So, jetzt noch die beiden und dann. Oh, Gott sei Dank, wir haben sie besiegt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. War doch ganz einfach. Nun gut. Ja, sie lahmen und lahmen und irgendwann kommen sie noch an. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Wir gehen ja jetzt rasten. Was immer ihr wünscht. Bei mir ist das Bier billig. Ich war, wenn ihr es wollt. So, Gott sei Dank. Natürlich. Ja, Leichname sind normalerweise eigentlich böse, aber wenn der Typ wirklich einen Handel mit dem Leichnam hatte... Was kann ich tun? Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Und dafür seine Frau geopfert hat, jetzt auch noch seine Tochter opfert. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das arme Kind steht auf dem Boden. Keine große Herausforderung. Dann hat er es eigentlich verdient, dass der Leichnam ihn holt. Bei vor einem Teufelspakt kommt man auch nicht so einfach davon. Warum also vor so einem Pakt? Nun gut. Seid ihr erfolgreich gewesen, mein Fürsten? Habt ihr euch mit von Goethe getroffen? Nein, noch nicht. Ja, ich habe mit dem Leichnam gesprochen. Er hat mir ein paar interessante Dinge über euch erzählt. Ja, er hat zugestimmt, eure Tochter wieder herzustellen, wie ich euch zu ihm bringe. Ja, ich habe den Leichnam getötet. Es wäre notwendig, dass ihr mit mir zur Höhle kommt. Nehmen wir die zwei. Ich verstehe. Was von Goethe gesagt hat, ist also wahr. Ihr habt mich jetzt angelogen. Nehmen wir die eins. Ja, ich bin nicht stolz darauf, was ich getan habe. Ich habe euch die Wahrheit verschwiegen, weil ich befürchtete habe, ihr würdet mir da nicht helfen. Meine Frau ist gestorben, weil ich zu große Angst hatte, den Vertrag einzuhalten. Aber ich kann es nicht zulassen, das war das gleiche passiert wie meiner Frau. Alles, was ich getan habe, habe ich für ihre Zukunft getan. Und jetzt ist mein ganzes Vermögen ohnehin dahin. Ich habe es verbraucht, um mich vor Goethe zu verstecken und vor ihm zu fliehen. Ich würde mir nie vergeben, wenn Maler stirbt. Das ist ja gut, wenn es jetzt ein Ende findet. Bitte, meine Fürstin, gehen wir zu von Goethe und beenden es. Ah, Marlo, mein Freund, nach langer Zeit treffen wir uns also wieder. Ja, so sehen wir uns wieder. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr mir gebt, was mir zusteht, Marlo. Freiwillig und aus freien Stücken? Ja, da habt ihr wohl recht. Ich habe inzwischen alles verloren, was ihr mir
gegeben habt und ich will nicht, dass meine Tochter auch noch für meine Fehler bezahlt. Ich könnte nicht damit leben. Sie wird wiederhergestellt werden. Ich werde das Gefäß mit ihrer Seele dem Gottkind geben. Na, was sie damit tut, ist ihre Angelegenheit. Meine Fürsten, ihr werdet mal doch wiederherstellen, oder? Ich flehe euch an, dass sie nicht wegen mir sterben. Ich habe mein Schicksal tausendfach verdient, aber das... Aber sie hat das hier auf keinen Fall verdient. Ja, ich werde sie wiederherstellen. Ich danke euch, meine Fürsten. Ich bin bereit von Goethe. Ausgezeichnet, da ich mich im Gegensatz zu anderen Personen an meine Verträge halte, überreiche ich euch hiermit die Seele des sterblichen Mädchens, Gottkind. Nehmt sie und verschwindet. Und jetzt zu dem, was ihr schon seit langem hätte gewissieren sollen, Marlo. Nein, jetzt wo ich über die Seele des Mädchens verfüge, werde ich nicht zulassen, dass sie noch mehr Schaden anrichtet. Das dürfte interessant werden. Seht zu, dass ihr es rasch hinter euch bringt. Nehmen wir mal die 1. Ihr wagt es, das hier ist ein legitimes Geschäft. Er hat diesem Geschäft zugestimmt. Legitim, mit Sehen zu falschen soll es legitim sein. Macht euch doch nicht lächerlich. Denke ich, werde ich nicht zulassen, dass ihr im Leid geschieht. Ich schätze, ihr habt wohl recht. Dann bringt es endlich hinter euch. Nehmen wir mal die 1. Dann werdet ihr sterben. Dann werdet ihr alle sterben. Fragt nur. Was möchtet ihr? Oh, Todesfee. Bei allem, was anständig ist. Eine Waffe hat keine Wirkung. Die Natur. Nächstes Mal. Das Leben, das ihr gar nicht. Eure Stunde wird noch kommen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder. Zeit Zirkus. Aufzubrechen. Wurde aber auch Zeit. Sprecht frei heraus, aber gerne. Stimmt. Ich war erzielt in den Kopf. Was ist auf Immoen gewirkt? Schlaf, ach so. Ich warte. Ich erwarte eure Anweisungen. Sie dienen, das ist alles. Die Natur könnte sein. Ich warte auf euren Befehl. Oh, da bin ich gestorben. Keine große Herausforderung. Ich dachte aber eigentlich, ich hätte diese Tische deaktiviert. Nun gut. Was immer ihr wünscht. Und damit von Goethes Fähigkeiten irgendwas zu beschwören. Ach ja. Aber es ist ja nur natürlich, dass nie genau etwas nach Plan funktioniert. Hehe. Ihr müsst eure Gruppe erst. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ihr könnt hier nichts mehr tun. Ihr könnt hier auch nichts mehr tun. Und hier wahrscheinlich auch nichts mehr. Nö. Und der Autosave bringt mich nur wieder nach draußen, Mist. Keine große Herausforderung.
Ich weiß echt nicht, was ich da tun soll. Ob es das Richtige ist, den Leichnam zu vernichten, nachdem man die Seele von dem Mädchen wieder hat. Nun gut,